Shit happens. Ja, hallo. Mein Name ist Stefan und ich stehe für Frieden. Und nach langer Zeit habe ich mir jetzt wieder mal überlegt, das Mikrofon an mich zu nehmen, um ein paar Sachen sozusagen, ja, loszuwerden, die mich in letzter Zeit viel beschäftigt haben. Und ich wollte letzte Woche eigentlich schon was sagen, aber heute passt es noch viel besser, weil wir stehen ja alle neben dem Weihnachtsbaum. Und Weihnachten ist ja eigentlich bekannt als das Fest der Liebe. Aber ich würde sagen, wir driften mittlerweile in eine Richtung ab, wo Weihnachten nicht mehr mit dem zu tun hat, was ursprünglich der Sinn und Zweck des ganzen Wesens ist, nämlich Menschen zusammenzubringen. Es gibt eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg. Ich weiß nicht genau, welches Jahr das gewesen ist. Ich glaube 1916. Da saßen sich die Soldaten, die Deutschen und Französischen, im Graben gegenüber und haben zusammen Weihnachtslieder gesungen. Weihnachten gefeiert. Und gefeiert auch, ja. Und es war Waffenstillstand, es war ruhig. Und wenn wir uns sozusagen heutzutage die Menschen anschauen, dann ist eigentlich Weihnachten eher so das Fest der Schnäppchenjäger. Und ja, des Konsums. Ja, nennen wir es beim Wort, des Konsums. Die Leute freuen sich praktisch darauf, dass sie wieder eine Ausrede haben, sich all das zu kaufen, was sie wahrscheinlich ein halbes Jahr später nicht mehr brauchen werden. Genau, ja. Nur um sich selber wieder besser zu fühlen, ja, und zu denken, dadurch gewinnt das Leben an mehr Perspektive oder an neuem Glanz. Die denken sich gar nichts, sie feiern einfach. Darf ich in Ruhe ausreden? Nein, red mal weiter. Ja. Dankeschön. Gerne. Ich bin nicht dagegen, ich bin dir. Es geht mir einfach darum, dass wir, glaube ich, vergessen, dass Weihnachten, zumindest erinnere ich mich als Kind daran, die Verwandtschaft zusammengekommen ist und wir friedlich beieinander saßen. Und ich habe auch viele Freunde, die nicht christlich erzogen wurden, das Ganze trotzdem zelebriert haben, weil es natürlich ein schöner Moment ist, einfach mal sich wieder darauf zu besinnen, was wichtig ist. Nämlich Gemeinschaft, Gesellschaft, Miteinander statt gegeneinander. Konsum zerstört so etwas wie Gesellschaft, weil dadurch entsteht Neid. Natürlich müssen wir von etwas leben, natürlich brauchen wir ein Dach über dem Kopf und natürlich ist es auch schön, wenn der Kaffee aus der Maschine kommt und wir nicht stundenlang mahlen müssen, damit er auch schmeckt. Aber bis zu einem gewissen Punkt ist das bestimmt noch vertretbar, jedoch darüber hinaus bin ich der Überzeugung, dass es einfach zu viel ist. Wir brauchen das nicht alles. Jeder von uns kann, glaube ich, nach Hause gehen und bestimmt 20 Sachen benennen, die er in den letzten 5 Jahren nicht benutzt hat, von denen er sich trotzdem nicht trennt. Und keine 5000 Kilometer entfernt von uns sitzen Menschen in der tiefsten Kälte und freuen sich darüber, wenn es mal wieder irgendwie ein Ibuprofen gibt, um die Schmerzen zu lindern. Ja, und das müsste eigentlich unsere gesamte Gesellschaft beschämen, dass wir nicht in der Lage sind, solche Probleme anzugehen. Ich habe gestern Abend mit meinem Vater zusammengesessen im Wohnzimmer. Wir haben den Talk von Günther Jauch geguckt. Ich wollte einfach mal sehen, was wieder so die Mainstream-Medien so ein bisschen vom Acker lassen, ja, um das Volk zu beruhigen. Und anstatt sozusagen, dass ich mit Lösungen beschäftigt wurde, hat man sich eigentlich viel eher die Schuldfrage gestellt. Und das ist peinlich. Schuldfrage kann man immer stellen, wenn man nichts zu tun hat. Aber wenn es ein Problem gibt, dann sollte man auf die Lösungen arbeiten und nicht sich fragen, wer angefangen hat. Und wer dann im Endeffekt im Recht ist, was für ein Recht, da wurde über Völkerrecht diskutiert, ja, ob die Annexion, Seduktion oder was auch immer der Krim rechtens gewesen ist, obwohl es völlig egal ist, weil die Menschen, die darunter leiden, unter dem ganzen Krieg in der Ostukraine, denen ist das scheißegal. Die interessieren sich doch nicht für Recht, die wünscht sich doch nur, dass sie in Ruhe, in Frieden leben können, würdig und nicht wie letzte Dreck der Menschheit. Das gilt für alle Menschen auf der Erde, die in irgendwelchen Konfliktgebieten leben, die nur darauf zurückzuführen sind, dass wir immer mehr wollen. Einmal einen größeren Fernseher, ein schnelleres Auto, ein größeres Haus, ein dickeres Ego. Ich würde mir für dieses Weihnachten wünschen, so wie ich es die letzten Jahre auch schon getan habe, nicht irgendwas für mich persönlich, sondern dass alle Menschen sich vielleicht mal wieder auf das bekehren, was uns als Mensch definiert, nämlich Miteinander. Uns zusammenzutun und jedem Lebewesen, auch Tieren, hier auf diesem Planeten, ein würdiges Leben zu bieten. Mein Name ist Stefan und ich stehe für Frieden. Super, danke Stefan. Und das Beispiel mit den Schützengräben und mit den Deutschen, mit den Franzosen, das finde ich total klasse. Weil es sind nicht die Menschen, die Krieg führen wollen.
Es sind niemals die Menschen, die Krieg führen wollen, nicht die Bevölkerung. Die Menschen nicht einfach zu Hause. Tja, das wäre das Beste. Was wäre, es wäre Krieg und keiner geht hin. Aber was ist in der Ukraine? In der Ukraine werden die Menschen vor der Wahl gestellt. Entweder ziehst du jetzt in den Krieg oder gehst jetzt 8 Jahre in den Bau. Und die meisten, leider, entscheiden sich dafür, dann in den Krieg gegen ihre eigenen Brüder zu ziehen, anstatt dann wirklich zu sagen, okay, dann gehe ich eben halt jetzt und ziehe die Konsequenzen daraus, aber ich bringe halt nicht meine eigenen Brüder um. Das wäre ein konsequentes Handeln. Aber wir sind nicht da unten, wir wissen nicht, wie es den Menschen geht. So denken wir jetzt hier heute. Warum die Menschen dort unten anders denken, wissen wir nicht. Es wäre schön, wenn ein Umdenken dort stattfinden würde. Wäre absolut klasse. Und ich glaube, umso mehr, ich glaube an dieses morphogene Feld, dass umso mehr Menschen in eine Richtung denken, umso mehr überträgt sich das auch auf die anderen Menschen, ganz unbewusst. Und das ist meine Hoffnung, dass wir einfach mehr werden, auch wenn nicht jeden Tag oder jeden Montag hier alle stehen. Es waren schon Hunderte hier, ich glaube 150 hatten wir hier in schönen Sommertagen. Die haben alle was mitgenommen. Und die nehmen alle in ihrem Denken was mit. Und das ist einfach, ja, das ist so. Und das trägt sich auch weiter fort. So, jetzt wollen wir noch mal kurz einmal Musik machen, ein wenig. Ja, natürlich. Ja. Musik. Ich kann der Lehrer auch nicht. Das ist gut. Ich habe heute mit meiner Mutter gesprochen, die ist 90 Jahre alt. Und ich habe ihr gesagt, nach dem Kenntnisstand, den ich heute habe, würde ich nicht mehr in einen Krieg ziehen. Und da hat sie gesagt, unter den Nazis hättest du in den Krieg ziehen müssen. Und da habe ich ihr gesagt, damals weiß ich nicht. Heute, wenn mich jemand wieder auffordert, in den Krieg zu ziehen, nach irgendwo hinzureisen, Stalingrad, irgendwo, dann würde ich die Nazis bitten, mich lieber hier vor Ort zu erschießen, dann würde ich wenigstens dann hier in Braunschweig auf dem Friedhof liegen und nicht in Stalingrad und hätte, ja, vielleicht wäre ich vielleicht nicht noch 3 harte Winternächte am Erfrieren gewesen, dann wäre ich einfach hier tot gewesen und hätte mich nicht noch am Massenmord beteiligt. Da hat meine Mutter gesagt, ja, ich habe dich gut erzogen, habe ich zu meiner Mutter gesagt. Ich danke dir. Dankeschön. Ja, hallo, ich wollte euch noch zu einer Veranstaltung einladen. Am Donnerstag findet bei TU Braunschweig eine Einführung in das Kapital von Marx statt. Und Karl Marx ist halt der Urvater der Kapitalismuskritik. Und es ist wirklich faszinierend, wie aktuell seine Schriften von vor über 100 Jahren heute noch sind. Und wer da einfach Interesse hat, möchte euch ans Herz legen, um 18 Uhr am Donnerstag im Raum PK22. Ihr findet die Veranstaltung auch auf Facebook, die heißt We Found Marx in a Hopeless Place. Genau, 18 Uhr am Donnerstag. Yeah, yeah, yeah.